Papa, können wir noch mal... Nein, nein, nein und nochmals nein. Bitte, Papa. Ich hab euch doch zusammen gesehen. Du bist schon wieder ganz dicht bei ihm gestanden. Ich sage es dir noch einmal. Wir wollen mit diesen Leuten nichts zu tun haben. Ich schon. Du widersprichst mir? Wenn ich dir was sage, hast du dich daran zu halten. Das wäre ja noch schöner, wenn meine eigene Tochter machen würde, was sie will. Papa, oh, bitte trink nicht wieder so viel. Wie? Du gehst zu diesem Max und ich darf nicht trinken? Unverschämte Göre. Die ist doch nur scharf auf unsere Werkstatt. Das ist eine ganz Hysterlixe. Glaub es mir, ich kenne mich da aus. Mama, wir lieben uns. Liebe, wenn ich das schon höre. Da ist noch nie was Gutes draus geworden. Und hörst du nicht, wie die da schreien? Ruhe! Papa! Du bist auch nicht gerade leise. Dies ist mein Haus. Und dies ist meine Werkstatt. Und du darfst darin arbeiten. Und diese Erbschleicherin kommt mir hier nicht ins Haus. Ist das klar? Schau dir diesen Suffkopf an. War noch nie ein Ehrenmann. Und wahrscheinlich hat er schlau seine eigene arme Frau heimlich mitten in der Nacht einfach so ums Eck gebracht. Mama, die Frau Schlag war krank. Daran ist sie gestorben. Ha. Und die Tochter ist genau wie der Vater. Mir wird flau, wenn ich sehe, wie ihr Blick auf verliebte Ohren trifft. Hat sie dich erst, ist es aus. Mich wirft sie als Erste raus. Du bist viel zu gut für dich. Du bist lieb und jung. Liebt sie dich nie, das ist mir nicht genug. Sie ist schlecht und sie ist hässlich, dumm und faul, ja, das ist sie. Meine Mutter, weiß verlässlich, du bist viel zu gut für dich. Hörst du, wie die Alte schreit? Sucht mit jedem Menschen Streit, hat wahrscheinlich irgendwann ihren eigenen armen Mann mit der Säge in der Nacht einfach so ums Eck gebracht. Papa, du bist so gemein. Max Vater ist in einem Unfall gestorben. Und der Sohn die ist Tochter ganz genau, ist genau wie die Mutter, wie der Vater, wenn ich sehe, wie sein Licht auf verliebte Ohren trifft, hat er dich erst